Unsere westliche Zivilisation kennt in der Regel nur eine einzige Ebene von Realität. Die anderen Räume des Bewusstseins außer Acht zu lassen, kann zu einer inneren Leere führen. Als unbewussten Versuch, diese Leere zu füllen, entwickeln Menschen Ersatzhandlungen und eventuell sogar Suchtstrukturen. Wie können wir uns die Quellen unseres Daseins und unserer Berufung, wie können wir uns Intuition und Kreativität neu erschließen? In zahlreichen Kulturen verschiedener Zeitepochen bis heute ist die Trance gesellschaftlich anerkannt. Mithilfe von Meditation, Tanz, Pflanzenwirkstoffen und anderen Mitteln wird das Wachbewusstsein verändert und nahezu die gesamte Aufmerksamkeit auf das innere Erleben fokussiert. Im traditionellen Kontext treten Medizinleute, Schamanen und Priester damit aus der Alltagsrealität in eine andere Wirklichkeit hinüber. Quer über den Globus sind diese Rituale im Innersten getragen von einer ähnlichen Weltsicht. Darin sind Geist und Materie zwar getrennt, aber durch den Fluss der Lebenskraft auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden. Ein Schamane kann deshalb in seinem Ritual mit Pflanzen, Tieren oder Verstorbenen Kontakt aufnehmen. Er betrachtet materielle Erscheinungen wie zum Beispiel Krankheiten als das Ergebnis geistiger Ursachen. Dort arbeitet er heilend und verbindend zum Wohle aller. Körper, Geist und Seele haben dadurch die Möglichkeit, wieder in Balance zu kommen. Die Anthropologin Dr. Felicitas Goodman forschte an der Denison University in Ohio über Sprache, Rhythmus und Trancezustände. 1977 stieß sie auf jahrtausendealte Statuetten und Abbildungen in der Höhlenmalerei, die in besonders auffälligen Körperhaltungen dargestellt werden. Einer Intuition folgend ließ sie ihre Studentinnen und Studenten diese Haltungen einnehmen und rasselte oder trommelte einen schnellen Rhythmus dazu. Sie stellte fest, dass dies zu eindeutigen Trance-Erlebnissen führte. Im weiteren Verlauf der Forschung bemerkten sie zudem, dass jede Haltung typische Erfahrungsschwerpunkte beinhaltet, wie zum Beispiel der sitzende Puma von Tiwanaku für Wandlung und Initiation oder der singende Schamane für Reinigung und Heilung. Rituelle Körperhaltungen entstammen vorwiegend früheren, von schamanischer Weltsicht geprägten Kulturen. Als Unterscheidung zu anderen Arten von Trance nannte sie diesen veränderten Wachzustand ekstatische Trance. Ekstase bedeutet aus sich heraustreten und bezeichnet hier den willentlichen Wechsel in eine andere Wirklichkeit. Auch wenn man kein Schamane ist, wer fragend und respektvoll anklopft, dem öffnen sich Bewusstseinsräume, die erfüllt sind von zeitloser Lebendigkeit und wohlwollender Unterstützung. 1979 gründete Dr. Felicitas Goodman das Cuyamungé-Institut in der Nähe von Santa Fe zur Erforschung und Lehre der rituellen Körperhaltungen und ekstatischer Trance.
In zahlreichen Vorträgen und Veröffentlichungen verband sie empirische Naturwissenschaft und spirituelle Weltsicht. Ich möchte dazu nun sagen, dass ich völlig anderer Meinung bin. Ich habe selbst Enkel, die in diesem Alter sind, 17, 18, 15, 19-jährige Burschen. Und der Grund meiner Ansicht nach, warum diese Generation, jedenfalls in Amerika, Drogen einnimmt, ist, weil sie an einem Ekstaseentzug leiden. Wenn man der Jugend die Ekstase beibringt, so wie ich das mit meinen Enkeln gemacht habe, dann interessiert sie die Droge nicht. Wie ich sie daraufhin gefragt habe, diesen Sommer, die sind gerade in meinem Institut in New Mexico gewesen, mit Freunden zusammen, und haben, wenn ich gefragt habe, was wollte er denn noch machen, dann war immer der Wunsch, noch eine Sitzung in der Kiva mit einer anderen Haltung. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist es denn nun mit den Drogen? Und haben sie mich angeguckt und haben gesagt, das ist doch langweilig. Vor ihrem Tode im Jahr 2005 legte sie die Weiterführung ihrer Arbeit in die Hände der Künstlerin, Buchautorin und Dozentin Nana Nauwald. Sie begründete gemeinsam mit weiteren Schülerinnen das Felicitas Gutmann-Institut Deutschland, wo die Forschung an den rituellen Körperhaltungen weiter verfolgt wird. Warum es immer noch wirkt, eine Trommel zu schlagen, ohne dass man deswegen in Sehnsuchtsräume nach früheren Zeiten versinkt. Und warum es immer noch wirkt, dass Klang uns berührt. Und ich finde, es wirkt mehr und mehr, dass ein gesungenes Lied einen tieferen Eindruck machen kann als die am besten aufgenommene CD. Was berührt uns da? Und das ist etwas, was meiner Erfahrung nach zu tun hat mit diesem Grundgewebe an Mensch, das wir sind. Und dieses Grundgewebe hat für mich zu tun mit der Sehnsucht, der Erfahrung dessen, dass wir verbunden sind mit Leben und dass wir diese Art von Verbundenheit mit uns selbst und mit anderen Formen von Leben, dass wir die anregen können, dass wir bewusst vor allem in diese Verbindung gehen. Und das macht für mich selber eine große, große Stärkung im ganz normalen Alltag und hat mir geholfen, mich in mir selber zu verwurzeln. Es ist eine fröhliche Stärke in mir gewachsen und die hat auch sicherlich mit diesen sehr lebenszugewandten Erlebnissen in veränderten Bewusstseinszuständen zu tun und vor allem im Weltbild des Schamanismus, dass ich ein Teil bin von diesen ganzen Erscheinungen von Sein. Und ich bin zu Hause in mir. Das hat die Arbeit und die Erfahrung mit dieser Methode auch gebracht. Das heißt, ich bin unabhängig von Dingen, die sich um mich herum permanent verändern. Ich bin in mir zu Hause. Was soll mir dann noch geschehen? Die Physiotherapeutin Petra Kral kam 1999 ins Kuyamungé-Institut und begann ihre Ausbildung bei Felicitas Gutmann. Seitdem begleitet sie eine stetig wachsende Anzahl von Menschen bei den rituellen Körperhaltungen. Speziell die Jugendlichen liegen ihr da am Herzen, weil sie in einer Situation von Umbruch und Neuausrichtung sind. Sie werden durch das Ritual in ihrer Persönlichkeit gestärkt und stehen dann selbstständiger und selbstverantwortlicher im Leben. Naja, perfekt nicht, aber wenn es perfekt ist, dann ist es ja langweilig. Stimmt, gibt es keine Reibung. Genau. Okay. Hat ja keinen Spaß. Genau.
Und es hat eine unglaubliche Schönheit, wenn man so einen jungen Menschen sieht, wie er in der Haltung steht und wie viel Haltung er halten kann und zugänglich ist zu dem geistigen Potenzial und seiner, man sieht richtig, wie die Träume in ihm wach werden und Energie anfängt zu fließen und ja, sich das Leben aufzäumt in so einer Art durch die Haltung, durch sein Strahlen und Schein, was dann auf einmal anfängt so sichtbar zu werden. Wo eine Kraft da ist, die nicht immer unbedingt im Alltag zu sehen ist bei vielen Jugendlichen. Jede rituelle Körperhaltung kann man sich wie eine Antenne vorstellen, mit der man ein bestimmtes Bewusstseinsfeld einlädt. Deshalb ist es wichtig, sie präzise einzunehmen, auch wenn es oft sehr anstrengend ist, 15 Minuten lang so zu bleiben. Vor dem Beginn wird eine Absicht formuliert, die dabei als Wegweiser dient. Der klare Ablauf des Rituals ist ein Ausdruck des Respektes gegenüber dem traditionellen Hintergrund und schafft einen Rahmen für den bewussten Ein- und Ausstieg in die ekstatische Trance. Der Teilnehmer ist einerseits hellwach und konzentriert sich auf die Körperhaltung. Der Rhythmus begleitet ihn in eine tiefe innere Entspannung, wo er dem, was er erlebt, freien Lauf lassen kann. Gerade für junge Menschen ist das eine Möglichkeit, die Vielfalt ihrer Lebenskraft zu erfahren. So nah im Leben zu sein oder dem Leben sich zu öffnen und so authentisch, einfach so ehrlich und wahrhaftig, neugierig. Und sich auch überraschen zu lassen. Also einen Schritt da rein zu machen, mutig zu sein. Das begeistert mich gerade am meisten. Jede rituelle Körperhaltung, wie das Rufen der Tiere in diesem Fall, wird im Felicitas Gutmann-Institut gründlich erforscht und durch ausgebildete Seminarleiter vermittelt. Die Teilnehmer haben jederzeit die Möglichkeit, durch die eigene Aufmerksamkeit und das Verändern der Körperspannung das Geschehen zu steuern. Das schafft einen Ankerpunkt, klare Orientierung und stärkt das Selbstvertrauen. Es gibt häufig so einen Grundkonflikt zwischen dem Alltagsleben und den Möglichkeiten, die sich manchmal in einem selbst eröffnen, an Schönheit, an Freude, an Spaß, an Vergnügen, an Lebensfreude. Und dieser Konflikt im Außen, im Alltag zu sein, zu arbeiten, zu wirken, das zu erledigen, was einfach erledigt werden will, in Einklang zu bringen mit dem, wo es einfach Freude macht, wo das Leben Spaß macht und in Verbindung ist. Und die Körperhaltung bieten hier das Werkzeug an, die Brücke. Dass Ekstase in der Form, die in der Körperhaltung erlebt wird, so sichtbar wird dann in Alltagshandlungen, dass der Alltag einfach saftiger wird, dass der Alltag plötzlich mehr Freude macht. Der Künstler und Bewusstseinsforscher Martin Schöne beschäftigt sich schon viele Jahre mit unterschiedlichen Bewusstseinszuständen. Im Unterschied zu den neurophysiologischen Vorgängen während einer Meditation oder in Hypnose treten bei einer rituellen Körperhaltung charakteristische Veränderungen im EEG auf. Dieses körperinduziert, das ist überhaupt auch eine körperliche Anstrengung. Es funktioniert ja grundsätzlich meines Wissens nur, wenn man auch eine gewisse Anspannung hat. Also ohne Körperspannung kommt wohl auch nicht die Energie in Fluss, die es benötigt. Und gleichzeitig kommt man aber in einen inneren Entspannungszustand, dass es also gleichzeitig möglich ist. Das sieht man also wirklich ganz deutlich auch im EEG, dass wenn die Trommel losgeht,
dann eben dieses hohe Beta quasi nochmal anschwillt und wirklich intensiv wird. Ja, und trotzdem kommt man eben in einen ganz tiefen Theta- und Delta-Zustand. Und von daher ist es auch naheliegend, dass da innere Prozesse massiv ablaufen. Das ist vielleicht ein bisschen individuell zu sehen, ob man da was sieht oder fühlt oder hört. Oder ob der eigene Körper Bewegungen macht zum Beispiel. Man kann das also nochmal zusammenfassen, dass die Körpertrance es eben möglich macht, in so einem sehr zerrissenen EEG-Bild eigentlich, wo eigentlich alle Frequenzen auftreten, eine ganz hohe Synchronisation aller Gehirnbereiche zu erreichen. Martin Schöne begann 2001 mit der Entwicklung eines bildgebenden Verfahrens, mit dem man möglicherweise verschiedene Bewusstseinszustände erkennen kann. Er nennt seinen patentierten Versuchsaufbau Brain Avatar. Hier wird aus den Hirnströmen ein Resonanzbild auf einer Wasseroberfläche erzeugt und kann simultan zum Geschehen als Videobild projiziert werden. Wir haben ja jetzt viel über Synchronisation gesprochen. Das ist quasi so eine Oberschwingung, die auf allen Frequenzen dann, die alle Frequenzen im Gehirn dann vielleicht haben können. Man hat also vielleicht unterschiedliche Frequenzen im Gehirn, wie zum Beispiel in der Körpertrance, völlig unterschiedliche Frequenzbänder. Aber die sind möglicherweise alle auf dasselbe moduliert. Sie haben alle dieselbe Oberschwingung und finden sich daher auch im Gehirn. Man kann schon sagen, dass Entscheidungen, die unter solchen Zuständen getroffen werden, qualitativ sehr viel besser sind als in anderen Zuständen, weil man eben Dinge berücksichtigt, die man eben nicht wissen kann. Die Haltung, der Rhythmus und der Klang sind der Schlüssel für die Verbindung mit dem Wissen der alten Kulturen und die Möglichkeit, in andere Bewusstseinsräume einzutreten. Und erstmal ist eine Körpertrance was Fremdes und was Exotisches. Man muss eben erstmal vieles dazu wissen, dass das eben in allen Kulturen schon vorgekommen ist und eigentlich eine ganz natürliche Entwicklung ist jeder Kultur und man vielleicht gar nicht daran vorbeikommt. Also eine Kultur, die keine Körperpraktiken hat, die wird niemals Hochkultur geworden sein, würde ich fast behaupten. Es gab in den letzten 20 Jahren weitere Untersuchungen, mit denen bisher auf medizinischem Gebiet zu den Körperhaltungen geforscht wurde. Offenbar werden während einer ekstatischen Trance Sympathikus und Parasympathikus gleichzeitig aktiviert, sodass ein positiver Stresszustand entsteht, der die Leistungsfähigkeit erhöht. Dabei sinkt der Blutdruck, die Pulsfrequenz steigt und Endorphine, körpereigene Opiate mit schmerzstillender und euphorisierender Wirkung werden ausgeschüttet. Die Möglichkeit, mithilfe der Skelettmuskelspannung das Geschehen in der Trance zu steuern, wurde durch Hirnstrommessungen bestätigt. Auch eine starke Aktivierung des Immunsystems konnte beobachtet werden. Das visionäre Erleben wird möglicherweise dadurch angeregt, dass die Zirbeldrüse vermehrt DMT, ein psychoaktives Alkaloid, produziert. In unserem westlichen Weltbild schenken wir Vorgängen leichter unser Vertrauen, die im Sinne der etablierten Wissenschaft erklärbar sind. Was jedoch zum Beispiel während einer ekstatischen Trance auf der Ebene des inneren Erlebens geschieht und welchen Wert es später für die Teilnehmer hat, kann keine Untersuchung erklären. Im Idealfall erfahren sie eine sinnspendende Verbundenheit mit allem Lebendigen. Kinder sind noch sehr leicht in einer natürlichen Freude verbunden mit dem schöpferischen Fluss des Lebens. Wenn wir als Erwachsene in neue Bewusstseinsfelder gehen, kommen wir damit wieder in Berührung. Wer immer auch nur einmal eine Trancehaltung gemacht hat,
hat den Ort in sich getroffen, wo eigentlich alles miteinander liebevoll verbunden ist. So, wo man einfach weiß, wie Kinder, die sich total in Vertrauen und Unschuld ins Leben geben, so natürlich zu sein und egal, was draußen rundherum passiert. Und wenn man einmal diesen Punkt wieder getroffen hat und erinnert hat, auch als Erwachsener wieder, dann verändert sich ganz viel in erstmal in dir selber, in Bezug zu anderen, wie gehe ich überhaupt auf andere zu, weil ich will das dann auch mit anderen teilen. Das ist wie ein Magnetismus, der sich erhöht. Und das verändert die Menschen, also das habe ich am meisten erlebt, dass die, darüber die Veränderung kam. Durch das eigene Erinnern, eigentlich ist das Leben leicht, eigentlich gibt es eine Verbindung, da ist was, da ist was viel Größeres, das habe ich wieder erinnert. Und das möchte ich in meinem Alltagsleben installieren. Und dann fängt die Suche an. Ein altbewährtes Werkzeug auf der Grundlage aktueller Forschung. Diese Erfahrungen können unsere Vorstellungen, Beurteilungen, Denken und Handeln in der Alltagswelt verändern. Dadurch verschieben sich unsere Prioritäten im Umgang mit Menschen und unserer Umwelt. Also ich habe Menschen erlebt, die haben auf einmal wieder ihre Talente entdeckt, Klavier angefangen zu spielen, Kampfsport gemacht oder was auch immer. Künstler, die haben ihre Berufe aufgegeben, die haben auf einmal Städte verlassen, sind woanders hingezogen, haben ihre Partnerschaften beendet, weil sie merkten, die gehörten gar nicht zusammen, haben dann aber auch die entsprechenden Menschen gefunden, mit denen sie zusammengehörten. Oder Liebe ist viel tiefer geworden, Beziehungen sind viel fröhlicher geworden, hat immer mit Reichtum zu tun. Also Reichtum und Fülle, das Leben will zum Leben. Und das passiert mit der Trancehaltung. Viele Menschen suchen bewusst oder unbewusst eine Anbindung an die Quelle unserer Existenz. Die Bewusstseinsräume der rituellen Körperhaltungen laden uns ein, persönlich zu wachsen und den Herausforderungen der heutigen Zeit zu begegnen. Und wir gehen davon aus, dass jeder Mensch das Potenzial hat. Du hast, ja, wir haben alle diese biologische Tür, die ist einfach angelegt. Und wenn ihr das Potenzial nutzt als Haltung, könnt ihr selber die Türen öffnen und ihr wisst selber, wo eure Hunde sind, wenn sie verlaufen haben. Oder ihr wisst selber, was ihr zu tun habt. Mhm. Und das liegt uns am Herzen, dass wir Menschen dazu befähigen, dass sie sich erinnern, dass sie dieses Potenzial in sich tragen.